bin jetzt seit 2004 bin ich Bundestrainer im Deutschen Karateverband. Ich habe angefangen, da hatte ich nur die Jugend und die Junioren. Damals waren die Junioren 18 bis 21, heute sind die Junioren 16 bis 17, da hat man die Altersgruppe hat man angepasst. Da war ich verantwortlich. Dann habe ich 2008 die Leistungsklasse Frauen übernommen, bis ich dann letztendlich 2011 dann für alles verantwortlich war. Das heißt für Männlein und Weiblein, Jugend, Junioren und U21. Ich selber habe 10 Jahre Nationalmannschaft gekämpft, musste 2 Jahre aussetzen, weil mein Sohn zur Welt gekommen ist. Da habe ich mir mal eine Pause gegönnt halt, konnte ich meine Frau nicht ganz so alleine damit lassen. Und ja, wir waren damals, zu der damaligen Zeit, waren wir auch recht erfolgreich. Wir haben mit dem Team haben wir auch Vize-Weltmeister haben wir errungen, 3. Platz haben wir gemacht und viele 3. Plätze auf Europameisterschaften, im Einzelnen selber auch 3. geworden oder den 3. Platz erreicht bei WM, 2. Platz bei einer EM und 5 oder 6 Mal 3. auf EM. Ich habe es da schon nicht mehr mitgezählt. Die 3. Plätze haben mich dann irgendwann nicht mehr interessiert. Ich wollte nur noch nach oben. Aber ich hatte halt immer 3 Verantwortungen. Ich habe selber berufstätig. Ich hatte hier meine eigene Karateschule und am Wochenende war ich auch noch Landestrainer von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich hatte leider nicht so viel Zeit, mich intensiv auf Meisterschaften vorzubereiten. Aber dafür hat es dann auch gereicht. Das war noch ganz okay. Seitdem ich da verantwortlich bin, es ist das einzige Mal in der Geschichte vom Deutschen Karateverband, dass die Frauen Weltmeister geworden sind. Und das ist ganz interessant, weil das ist in der Halle gewesen, wo jetzt auch die Olympischen Spiele stattfinden werden, im Budokan in Tokio, wo der Johnny vor 2 Monaten, 3 Monaten auch gewonnen hat. Und in der Geschichte war es auch noch nie, dass die Männer Europameister geworden sind. Also es war einmalig, was wir in den letzten 10 Jahren sie erreicht haben, gerade was so Mannschaftstitel angeht. Europameister sind sie geworden, Vize-Weltmeister sind sie im eigenen Land geworden. Mehrfach sind sie 3. geworden, also das war schon beeindruckend, was diese Mannschaft da auf die Beine gestellt hat. Das sind reine Mannschaftspokale hier, genau. Das sind von Europameisterschaften, von den Weltmeisterschaften und von Vergleichskämpfen und internationalen Turnieren sind das die Pokale, die sie jetzt in den letzten 8 Jahren erzielt haben. Wir haben jetzt entschieden, dass ich halt 2 Monate gesperrt bin, ab dem Turnierdatum, das war der 6. Oktober, und haben gesagt, gut, aufgrund dessen, dass ich noch nie einen Vorfall hatte und dass ich auch direkt ein Schuldbekenntnis geschrieben habe, beziehungsweise mich erklärt habe und gesagt habe, dass es mir auch leid tut, dass es schlecht war von mir, auch als Vorbildfunktion, und dass es auch nicht mehr vorkommt. Mein Verband hat da im Hintergrund noch ein bisschen mir geholfen, natürlich, was heißt ein bisschen, ein Großteil mir geholfen, und die Sperre ging jetzt bis zum 6. Dezember, fällt natürlich direkt in Madrid. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es ein bisschen früher gewesen wäre, aber ist jetzt so, ist okay. Ich freue mich, dass sie nur 2 Monate gegeben haben. Ich sag mal so, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, das ist noch okay, das ist vertretbar. Da mache ich mir jetzt keine große Sorge. Für mich war es sogar ganz gut, dadurch, dass ich die Rückenprobleme hatte. Konnte ich jetzt auch ganz entspannt erstmal auskurieren, jetzt wieder mit dem Aufbautraining starten, sodass ich im Januar wieder einfach komplett fit da bin. Passt für mich eigentlich ganz gut, dass ich dieses Turnier aussetze, vom körperlichen her und vom Aufbau her. Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass ich mir dort keine Qualifikationspunkte sammeln kann und meine Konkurrenz natürlich die Chance gibt, nach vorne zu kommen. Aber bis jetzt ist noch alles okay. Also bis jetzt ist noch nichts groß in Gefahr und deswegen ist es noch gut ausgegangen.